Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier im Electrician Simulator. Komplett unter Strom, planlos an den Steckdosen rumschrauben. Da haben wir Bock drauf. Und wir gehen rein in die nächste Folge bzw. in den nächsten Auftrag. Ja, legen wir los. Wir haben hier ja, Reputation oben rechts in der Ecke stehen. Auf dem Weg zur Reputation 2. Das heißt, wir kriegen halt mit der Zeit immer besseren Ruf. Haben hier tatsächlich schon den nächsten Auftrag bekommen. Nachdem wir den Oppi hier glücklich gemacht haben. Gucken wir mal rein. Was müssen wir machen? Muss ich irgendwas machen? Alter. Ah, okay, jetzt klappt's. Nee, ne? Der kleine Joey, ey. Der kleine Joey. Alter, ist das hell, ey. Alter, guck mal hier. Guck mal hier. Hello, Sir. Found this old console in my grandpa's house. Also, er hat irgendwie einen alten Controller, alle Konsole gefunden und da stimmt irgendwas nicht. Dem helfen wir natürlich. Und dem Opa, also dem Grandpa, zocken wir dann erstmal schön 60 Tacken ab. Except, Alten. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Raus da, ab in die Karre. Brauche ich. Achso, warte mal. Ach, guck mal, jetzt liegt's hier schon. Das ist ja nett. Der ist wahrscheinlich dann vorbeigekommen. Das ist ja cool. Und bringt es uns quasi direkt vorbei. Und wir bearbeiten das. Auch da brauchen wir bisher nur den Schraubenzieher. Nee, wir brauchen verschiedene andere Sachen. Ach, du. Wir müssen so Sachen löten auch noch und solche Sachen. Ich bin komplett planlos. Ich bin ja sowas von planlos von solchen Dingern. Trotz allem gehen wir da rein. Test. Device, okay. Also wir können es umdrehen. Wir haben hier verschiedene Gerätschaften. Do you want to buy this upgrade? Warte mal. Ah, okay. Also ich kann die Sachen hier direkt kaufen, wenn ich sie nutze. Das ist sehr praktisch gemacht. Das ist wirklich gut. Ja, hätte ich gerne. Das heißt, wir brauchen hier natürlich einen passenden Schraubendreher dafür. Kommen wir damit dran? Ja, perfekt. Alles hier schön in die Box reingeschmissen, damit da auch nichts verloren geht. Mega, sehr schön. Dann können wir es aufmachen. Hier kommen die ganzen Ersatzteile rein. Und wir können hier die Hülle wegmachen. Und jetzt können wir es bestimmt auch drehen, tatsächlich. Alter, ist das cool gemacht? Ist das cool gemacht? Wir können es richtig auseinander pflücken. Alter, wie wild, ey. Wenn ich halt mal selber könnte, ne? Dann könnte ich hier mein, Audio-Interface einfach selber reparieren, ey. So. Ja, was sehen wir denn jetzt hier? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber warte mal, hier können wir es mal abstöpseln. Das machen wir auch noch ab. Batterie kommt auch noch ab. Alter, komplett auseinandergepflückt. Ob ich das jemals wieder zusammenkriege? Ist ja krass, ey. Hä? Und nu? Ah. Control Battery broken. Yes. Also, wir haben jetzt hier hinter mir eine ganze Liste von Artikeln. Und da steht dann immer dran, alles ist gut. Oder da ist irgendwas kaputt. Jetzt sieht es so aus, als ob alles gut ist. Alles ist im guten Zustand. Bedeutet, wir tüdeln das jetzt wieder zusammen, oder? Kann ich das jetzt wieder zusammentüdeln? Oder kriegt er jetzt die Kiste so zurück? Hier allen, alles wieder in Ordnung. ich habe alles auseinandergepflückt. Zusammenbauen ist nicht so meins. Was mache ich denn jetzt damit allen? 100%. Ah, hier oben haben wir es. Zusammenbauen. Oha. Oha. Okay, haben wir das einmal hingeklickt. Dann können wir jetzt hier die Batterie wieder ersetzen. Siehst du, wir haben einmal auseinandergebaut. Jetzt steht hier oben wieder zusammenbauen. Das heißt, wir tüdeln hier die ganzen Einzelteile wieder dran. Das und das war dran. Dann kommen hier die Unterteile drauf, die Knüppels jeweils drauf. Dann einmal vorne und einmal hinten. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht, Alter. Stell dir vor, ich habe gleich was vergessen, ey. Mir würde es nicht auffallen. Am Ende bleibt einfach mal irgendwas übrig. Aber ich hoffe, das ist jetzt okay. Ich hoffe, das ist jetzt alles wieder okay. Nein!
Warte mal. Doch, 100% richtig. Hier unten 94% Verschleiß. Wir haben tatsächlich Verschleiß auf dem Ding. Aber jetzt ist es soweit okay. Test. Funktioniert. Da freut er sich, der kleine Lümmel. Jawolli. Hingeschickt. Alles erledigt. Alles richtig gemacht. Perfekt. Ja, coole Sache. Ich würde sagen, wir schaffen aber bestimmt noch den nächsten Auftrag. Da gehen wir hier zu Nuru und die hat hier einiges zu erledigen. Wir haben 7 Minuten Zeit dafür. Das passt doch perfekt. Ja, klar. Machen wir alles, Alden. Wir machen uns auf die Socken. Brauche ich irgendwas? Nö, ne? Leave the office. Okay. Up geht it. Habe ich jetzt den richtigen Schraubendreher da mal? Habe ich. Okay, go, go. Rettern wir mal hin. Das ist schon mal gut. Es geht sehr schnell. Also bisher muss ich echt sagen, es schmeckt das Game. Es schmeckt wirklich. Sieht gut aus. Macht, es läuft alles sehr flüssig. Also ist wirklich, ja, schmeckt, passt gut. Mal eben nach dem Sicherungskasten gucken. So. An. Jetzt ist doch aus, ne? Okay. Also wir müssen irgendwelche Steckdosen testen. Warte mal, das hier. Next, next. Ja, ja, ich hätte vielleicht mal drauf achten sollen. Okay, es wird aber angezeigt. Das heißt, ich tüdel das irgendwie ab. Ach, kriegen wir schon hin. So schwer kann das doch nicht sein, Alter. Steckdose. Alles auseinanderpflücken. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier wieder die drei. Flüpp, flüpp, flüpp. Oh, ich hoffe, da ist jetzt. Ich hoffe, da ist jetzt wirklich kein Strom drauf. Verdorrig nochmal! Sag mal. Was ist denn hier mit den komischen. Was ist denn hier mit den Schalter los, Alden? Jetzt ist off? Ich dachte rot. Oder ist es genau andersrum? Grün heißt grünes Licht. Kann natürlich auch sein. Okay, nochmal ran. Alter, mein Herz, ey. Hui. So. So. Jawohl. Typ, tüdel. Hoppala. Zap, zarap. Alles wieder dran tüdeln. Dann können wir hier wieder ein bisschen weiter raus. Festschrauben. Abdeckung drauf. Schick. So. Erstes Ding erledigt, oder? Nee, lass mal schön dran. Erstes Ding erledigt. Und wir müssen das Ganze auch noch hier einstöpseln, hat sie ja gesagt. Plug and Play. Ist eingestöpselt, ist eingestöpselt. Können wir gerade nicht testen, denn wir haben keinen Strom. Wo war denn hier noch was? Kann ich auch nicht. Habe ich was vergessen? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Hier. Da können wir zumindest aufmachen. Zap, zap, zap. Ja, das heißt, hier ist es auch nicht angeschlossen. Das muss natürlich noch schnell gemacht werden. Ratzfatz. Die Zeit, ja. Wir haben 4 Minuten noch Zeit. Erledigt. Zap, zap, zap. Ich denke, wir werden dann natürlich mit der Zeit auch immer schneller, routinierter. Und dann lübt das auch mit der Zeit. Haben wir auch. Und hier müssen wir auch nochmal gucken. Da brauchen wir nicht. Heißt also, wenn man einfach hingeht und die linke Maustaste gedrückt hält, dann ist alles gut. Another, also noch eine weitere Steckdose. Hätte ich mir mal die Bilder genau angeguckt. Also Memo für mich selbst beim nächsten Mal. Die Bilder besser angucken. Damit ich auch weiß, wo. Hier? Key? Ich muss den Schlüssel... Ach du Schande. Nee, ne? Wer macht denn sowas? Jetzt kann ich aufmachen. Doppelklick. Okay. Uff, was für ein Geraffel. Also, dann haben wir hier bestimmt noch das letzte Dingen. Jawohl, sofort gefunden. 2 Schrauben hier diesmal dran. Sehr gut. Oh, doppelte Elektro... Ich habe bestimmt den Lichtschalter wieder angemacht. Ich habe Strom wieder drauf gemacht. Nein. Hier hinten. Alter, das wäre es aber jetzt wieder gewesen. Zack. Habt ihr schon gedacht, ne? Ihr Schlingels. Nix da. Ich krieg da doch... Ich muss mir ja nicht jedes Mal hier einen einfangen. So. Und jetzt. Abschrauben. Okay. Einmal. Zweimal.
Muss ich das irgendwie doppelt machen? Warte mal, jetzt sind die doch gar nicht alle... Jetzt sind die doch alle gar nicht... Vielleicht sind sie doch. Vielleicht sollte ich nicht irgendwie sagen, ob sie sind oder nicht. So planlos wie ich bin. Zack, zack, zack. Wenn das so sein soll, dann soll das so sein. Alles schön. Fertig gemacht. Angestöpselt hier das Ganze. Und auch hier testen wir natürlich nochmal schnell, ob das lübt. Denk immer da dran. Mit dem Strom nicht sparsam sein. Turn on the TV. Machen wir auch noch. Ready. Erledigt. Mega gut. Ab nach Hause. Wir haben es geschafft. Sehr gut. So soll das sein. Jawohl. Good morning. I'm total happy. Hier sind die XP und die Kohlen. Auch erledigt. Auch erledigt. Ich habe sogar den Fernseher angemacht. Wer hätte das gedacht? 100% und $230 dafür bekommen. Sehr schön. Wir kriegen auch schon direkt die nächsten Messages rein. So soll das sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Puh, bleibt unter Strom. Bis dahin.